Danke, René. Ich habe in den letzten Wochen, wo wir in Deutschland die Hitzewelle hatten, im August noch, einen Hilferuf einer befreundeten Bekannten in der Psychiatrie in Taufkirchen entgegengenommen von meiner Freundin Ilona Haselbauer. Ilona ist seit sechs Jahren psychiatrisiert und seit 2 Jahren wurde sie in Isolationshaft gehalten in Taufkirchen. Das bedeutet, sie durfte 2 Jahre lang ihr Zimmer nicht verlassen, 2 Jahre die Station nicht mal zum Hofgang verlassen. Das fand ich so besonders schrecklich, dass ich anfing, offene Briefe zu schreiben an unsere Bundesregierung, an unseren Bundespräsidenten Gauck, an die Medien, an die Tagesschau, an den Beckmann, an alle, die ich kenne, an die Sarah Wagenknecht, Doris Petras, all die befreundeten Politiker, die ich kenne, auch von den Grünen, von der Bundesarbeitsgemeinschaft Christen, bei den Linken und bei den Grünen, habe ich hingeschrieben. Ich habe auch zu Alice Schwarzer und der Emma-Redaktion geschrieben. Ich habe keine Reaktion zurückbekommen, außer von einigen Politikern, wo ich sehr dankbar dafür bin. Daraufhin habe ich versucht, Telefonate via Livestream zu führen mit den gefangenen Psychiatrisierten in der Psychiatrie in Taufkirchen, speziell mit Ilona, die jetzt den Mut gefasst hat, nachdem Gustl Mollat so eine große Resonanz in den Medien erfahren hat und so eine große Solidarität in der Bevölkerung, dass die Ilona, die seit 2 Jahren in Isolationshaft sitzt, kein Interesse, dass ihr geholfen werden muss, deswegen habe ich es ins Netz gestellt. Die Telefonate mit Ilona Haselbauer findet ihr auf meinem Livestream-Kanal, alle abgespeichert, jederzeit abrufbar. Und das ist www.livestream.com, Nina Hagen, Intervision. Und die Ilona hat am Telefon von ihrem Märtyrium erzählt, von ihrem Schicksal, wie es dazu gekommen ist. Ich kenne alle Einzelheiten, weil ich auch viele private Telefonate geführt habe mit ihr. Ich habe dann auch einmal versucht, die Klinikleitung zu sprechen. Dort war jahrelang ein Oberarzt, der nennt sich Dr. Dose. Der war in den 70er Jahren der Kader von einem kommunistischen Studentenverband und hat in den 70er Jahren mit der Zeitschrift Spiegel ein Interview geführt oder umgekehrt der Spiegel mit dem Dr. Dose. Und in dem Interview hat der Dr. Dose Gewalt verherrlicht, hat berichtet, wie er seine Professoren in den Arsch tritt, wie er die Professoren im Dienstzimmer einsperrt. Und wie gesagt, es war ja wohl eine wilde Aufbruchszeit, die 60er Jahre, die 68er und so weiter. Aber da schaut man sich den Dr. Dose heutzutage nochmal an, der ja bis vor ein paar Wochen in Taufkirchen die Leitung der Klinik noch innehatte. Und dort habe ich versucht, mit ihm zu sprechen und ihm zu sagen, dass wir uns hier in Berlin sehr wohl Einzelfallhilfe machen. Wir haben das Haus, unser Werner-Fuß-Zentrum im Haus der Demokratie und Menschenrechte, unsere PAD verfügt. Wir machen Einzelfallhilfe, ich auch als Privatperson, darum gebeten, ob die Ilona nicht freigelassen werden kann, zu mir nach Berlin kommen kann, in meine Einliegerwohnung und hier sich erstmal erholen kann von den 6 Jahre lang Märtyrium. Denn die Ilona hat bisher, genau wie Gustl Mollat, verweigert, diese Zwangsmedizin zu nehmen, verweigert, das Krankheitsgeständnis zu geben. Denn das ist das Ziel von dem Herrn Dose, der damals in den 68ern ja so ein gewaltverherrlichender Student war. Kommunistischer Kader, der hat in dem Spiegel-Interview übrigens beschrieben, oder habe ich das schon erzählt, ja, wie er die Professorin in den Arsch getreten hat, wie er sie in die Dienstzimmer eingeschlossen hat. Und Spiegel hatte dann gegengefragt, ja, warum denn Gewalt? Und ja, es geht nicht ohne Gewalt, wir müssen den Kommunismus, die BRD vom Kapitalismus befreien, wir müssen den Kommunismus einführen und so mit Gewalt. Lest es nach, googelt Dr. Dose, Wikipedia,
kommunistischer Studentenverband, sehr gewaltpredigender, gewaltverherrlichender, gewaltausübender Student gewesen. Und jetzt heute in der Taufkirchener Klinik auch andere Mädels ans Telefon bekommen von der Station F3, wo die Ilona seit 2 Jahren Hofgangssperre hatte, Zimmersperre, die durfte nicht mal an die Schwelle von ihrem Zimmer treten. Hätte sie das getan, wäre sie fixiert worden. Sie ist übrigens vor 2 Wochen wieder erneut fixiert worden. Daraufhin ist der Anwalt hingegangen und hat protestiert. Wie ihr vielleicht langsam versteht, ist die Psychiatrie eine Zone, wo die Ärzte das Sagen haben. Wo die Patienten, wenn sie zum Beispiel sich ungerecht oder menschenrechtsverletzend behandelt fühlen, zum Beispiel die Polizei anrufen wollen. Das geht nicht. Dann sagen die Ärzte, ja, die sind ja verrückt, die wollen sich nur beschweren, hier geht alles mit rechten Dingen zu. Die sind halt wahnsinnig, die haben eine Geisteskrankheit. Und so werden heutzutage Menschen einfach mit einem Aussatzstempel entrechtet und entmündigt. Und im neuen Jahrtausend hoffe ich, dass wir Menschen uns das nicht mehr gefallen lassen und dass die Politiker, die jetzt auch unsere Wahlprüfsteine schon beantwortet haben, vielleicht kann René dazu noch was sagen, denn wir waren ja gespannt wie Flitzebogen auf die Beantwortung unserer Wahlprüfsteine bei den verschiedenen Bundestagsparteien, die jetzt zur Wahl antreten. René Talbot, erzähl mal.